Ja, servus die Mann und grüß euch die Burm. Ja, wie ihr seht, bin ich einmal wieder unterwegs. Eigentlich eine gewohnte Gegend, die kennt ihr schon. Wir sind wieder in Carnuntum unterwegs. Will wieder ein bisschen runter zur Donau schlendern. Wir haben im Augenblick 9 Uhr und es wird wieder extrem heiß. Und ja, Kleinigkeit durch den Wald und ein bisschen unten relaxen an der Donau. Und ich hoffe, ihr seid sowieso dabei, oder? Also dann, gehen wir. Ja, wie ihr sehen konntet, begleitet mich heute mein Berghaus Munrum mal wieder. Und da sind auch zwei Seitentaschen mit dran. Und die führe ich heute mal ein bisschen spazieren, denn die sind neu. Ja, wenn ich mir da so manche Videos aus Deutschland anschaue, wo die Blätter schon abfallen, und dann kann ich ja in meiner Gegend, wo hier doch noch wirklich alles relativ grün ist, ja auch wirklich zufrieden sein. Ja, Wahnsinn, solche Temperaturen. Ja, hier ein bisschen abseits von den Wegen. Auch hier alles wirklich schön grün noch. Gut, das ist hier ein Wasserschutzgebiet. Und ja, echt super da. Echt super. Und herrlich grün zum Glück noch. Ja, aber wir gehen jetzt weiter Richtung zur Donau. Ein bisschen abkühlen. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass nicht viele Leute sind. Am Parkplatz waren nur ein paar Autos. Und das heißt ja nicht, dass die alle da runtergehen zur Donau. Hier vorne geht es wieder über den kleinen Übergang, aber wie man hier sehen kann, in den Spuren steht sogar noch das Wasser, ist ja extrem feucht hier. Schauen wir mal, was wir da jetzt sehen. Also was man hier jetzt erkennen kann, es ist schon extrem ausgetrocknet. Ja, die Hitze macht auch bei uns nicht Halt. Aber auch in der Pfütze hier ist noch extremes Leben, hier springen kleine Fische. Ja, kann man nur hoffen, dass jetzt bald regnet, dass das nicht komplett austrocknet. Und auch hier eine Menge Leben. Wasserläufe in Hülle und Fülle. Auch ein paar kleine Fische kann ich erkennen. Und auch hier auf der herüberen Seite genau dasselbe. So. Da hinten schon alles ausgetrocknet. Ah, ein Stück noch, dann sind wir da. Treppelweg. Ah, herrlich. Ja, wir sind da. So wie es ausschaut, haben wir auch extrem niedrig Wasser. Ich werde dann gleich einmal auf den Stand schon, wie viel wir haben, aber so wie ich die Gegend hier kenne, ist es wirklich extrem wenig Wasser. Wahnsinn. Das ist eine richtige Kiesbank schon zum Durchgehen. So, und jetzt heißt es einmal ein bisschen abkühlen, oder? Ja, herrlich. Etwas schlammig da. Schlammig ist gut. Komm fast nicht mehr raus. Das tut gut. Ist gar keine richtige Erfrischung, so warm ist das Donauwasser. Super. Wenn man da ein bisschen stehen bleibt, glaubt man, man steht. Es ist
Bachelwurm quasi brunzlert. So, jetzt gibt es einmal ein Käfchen. Ja, und diese Squeeze-Beuteln habe ich auch noch. Da haben wir, die waren damals bei dem Filter dabei, bei diesen SB129. Die habe ich natürlich noch alle aufgehoben. Da gibt es in 0,5 Liter war dabei, 0,9 und 2 Liter waren da dabei. Die sind nicht schlecht, wenn die leer sind, kann man es schön klein zusammenlegen auch. Gefällt mir auch gut. So, aber jetzt brauchen wir mal einen Kaffee und geht schon dahin. Ja, in der Zwischenzeit werde ich noch einmal die Füßchen kühlen gehen. Puh. Herrlich. Ja, hier ist es extrem schlammig, also, ja, weiß nicht, ob man das sieht, aber, ja, hier ist halt so. Jetzt werde ich dann mein Käfchen einmal trinken und dann schaue ich da mal Richtung vor, auf der Sandbank quasi, ob wir da noch was entdecken da vorne. So, da lei. Ja, Käfchen ist fertig. Und zu guter Letzt wieder mein altbewährter Spruch an meine Krankensesseln, den ich baldige Genesung wünsche und den Rest der Welt. Prost, Freunde! Ja, am Anfang habe ich euch ja gesagt, ich bin unterwegs mit den Munro und da habe ich mir, also besser gesagt, ich habe von Bastian diese Seitentaschen bekommen. Und die habe ich müssen gleich einmal an meinen Munro draufschrauben, wieder mal austragen. Und somit wieder der Kerl eigentlich von 35 Litern, jede hat ca. 5, sind also 10 Liter, sind 45 Liter. Also da geht eigentlich schon eine Menge rein. Gefällt mir auch extrem gut, sind einfach mit den Seitenriemen zum drauf klemmen und ja, ich zeige euch das gleich noch einmal näher. Ja, wie erwähnt, die werden hier ganz einfach aufgefädelt mittels den seitlichen Schnürgurten. Kann man die hier, die haben hier hinten ein Hartplastik, da fädelt man durch. Mal ausfädeln, dass man das besser sieht. Dann kann man hier so durchfädeln und somit kann man den wunderschön an den Seiten befestigen und das hält natürlich super. Habe jetzt beide Seiten mit eigentlich mit den Wasserflaschen ausgestattet gehabt und das war in Ordnung so. Wie gesagt, wir haben 10 Liter mehr dann, 2x5 Liter. Ja, gehst du jetzt durch? Himmel, Schimmel, Kreuzke, Bimmel. Ja, sag einmal, was ist heute los? Und kann man hier schön zugurten und die halten hier bombenfest an beiden Seiten. Ja, ich bin dann noch hergegangen. Und da ich diese Bänderung nicht mag, dass sie sich so herumkugelt, habe ich die ein bisschen aufgerollt. Verwende hier so kleine O-Ringe. Kann man natürlich auch mit einem Gummiband, Rangerband oder sonstigen. Und wickelt die ein bisschen auf, dass sie nicht so im Weg sind. Und ich muss sagen, das wertet eigentlich den Rucksack immens auf. Und man bekommt wirklich eine ganze Menge weiter hinein. Ja, Freunde, das war's von den Seitentaschen. Bekommt man natürlich auch bei meinem Ausrüstungsshop, bei meinem Lieblings Military Basic. Ah, ja, das war's. Ja, in der Zwischenzeit haben wir auch schon kurz vor 11 Uhr. Jetzt setzt dann schön langsam die Hitze ein und ich werde jetzt schon langsam dann umdrehen und nach Hause gehen, weil Nachmittag noch
Besuch angesagt ist. Ja, da kann man auch sehen, dass eigentlich die Donau gar nicht so dreckig ist, aber hier extrem schlammig. Na, ich gehe jetzt zu meinem Plätzchen zurück. Packe schön langsam alles zusammen und dann geht es jetzt wirklich Richtung Heimat los. Mit alles weggeräumt, okay, das lasse ich stehen für den nächsten. Und wir haben jetzt kurz vor 12 Uhr und jetzt ab nach Hause gehen wir. Ja, Freunde, da ihr den Weg jetzt sowieso kennt, melde ich mich am Auto wieder. Ja, Freunde, da wären wir wieder am Auto angekommen. Ja, extrem heiß. Aber jetzt geht's einmal nach Hause. Ich sage einmal wie immer, danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und Pfiat euch die Buben.